Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer kleinen Tutorials. Das, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist nicht das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Das hat Simon Meyer-Vieracker schon in einem eigenen Tutorial vorgestellt. Ich würde Ihnen ergänzend dazu heute eher zeigen, wie Sie mit der Germanistik und dem Eppelsheimer-Köttelwäsch systematisch bibliografieren können. Das Wunderwort systematisch bibliografieren bedeutet nämlich nicht, dass man sich an den erstbesten Regalmeter stellt und wahllos Monographien aus einem Regal zieht. Das ist im Moment, da die SLUB geschlossen ist, sowieso nicht möglich, sondern dass Sie systematisch alle verfügbaren Titel zu einem Thema aus einer bestimmten Zeit erfassen. Das ist mag nach einer notwendigen Pflichtübung klingen, ist aber tatsächlich für den akademischen Kontext von besonderer Relevanz. Ich würde mit dem sogenannten Eppelsheimer Köttelwäsch anfangen, bevor ich dann zur Germanistik komme. Die Germanistik und der Eppelsheimer Köttelwäsch sind beide sogenannte Referatenorgane, die alle deutschsprachige Literatur oder mit Bezug zum deutschsprachigen Raum und deutsche Literatur erfassen, systematisch und bibliografieren. Also es ist eine Übersicht, eine Bibliografie aller Forschungsliteratur zu bestimmten relevanten Themen. Diese beiden, also Germanistik und Eppelsheimer Köttelwäsch, sind eher auch in der Literaturwissenschaft relevant. Aber falls Sie irgendwann das Stichwort hören, systematisch bibliografieren, sagen Sie bitte, Sie haben nach Germanistik und Eppelsheimer Köttelwäsch bibliografiert. Das reicht in der Regel schon aus, um einen Großteil der Literatur abzudecken, zumindest immer 2 Jahre versetzt zu Ihrem aktuellen Stand, also möglicherweise ab und an mal auch nur ein Jahr, also so dass Sie bis 2019 alle relevante Literatur erfassen auf diese zwei über diese zwei Bibliografien. Und ich zeige Ihnen heute, wie Sie das mit Citavi ganz unkompliziert lösen können. Noch einmal zur Erinnerung: Schauen Sie bitte das Tutorial von Simon Meyer-Vieracker genau zu Citavi an. Ich setze das jetzt voraus, um Ihnen zu zeigen, was man im Wesentlichen damit anstellen kann. Gut, wundern Sie sich auch weiter nicht, dass ich mich für eine bestimmte Wahl interessiere der Projekteröffnung. Sie sehen hier Citavi, die Citavi-Oberfläche, die ist faktisch neu installiert, das heißt ohne nennenswerten Ballast. Und ich habe für Sie ein neues Projekt angelegt. Das können Sie ganz einfach hier machen, Datei, neues Projekt anlegen. Und ich werde jetzt eine Autorensuche anwerfen zu meinem eigenen Namen, denn ich selber weiß am besten, was ich selber publiziert habe und was nicht und was dann dementsprechend in den unterschiedlichen Katalogen fehlt. Recherchieren können Sie über diese Möglichkeit. Sie sehen hier, dass Sie eine Recherchemöglichkeit haben in verschiedenen Bibliothekskatalogen. Der Haken an Bibliothekskatalogen ist in der Regel aber nur so, so wie es hier zumindest steht, dass nur einen Teil der veröffentlichten Literatur Sie darüber finden, nämlich vor allen Dingen Monographien und teils auch veröffentlichte Aufsätze. Wie Sie aber wissen, ist ein Großteil unserer wissenschaftlichen Arbeit in Aufsätzen zu lesen und nachzulesen. Deswegen, wenn Sie systematisch zu einem Thema oder zu einem Autoren bibliografieren, werden Sie mit einer solchen Abfrage nicht sehr viel weiterkommen. Ich starte aber mal vorsichtshalber den Test. Das ist jetzt der gemeinsame Bibliotheksverbund, die Schweizerische Nationalbibliothek, die Österreichische Bibliotheksverbund, der Gesamtkatalog und die Deutsche Nationalbibliothek. Also mehr geht eigentlich nicht. Es fehlt jetzt hier an der Stelle noch der Karlsruhe virtuelle Katalog. Den können wir mal suchen. Karlsruher virtueller Katalog wird nicht angeboten. Den können wir auch darauf verzichten. Also, das heißt, wir suchen mal nach Alexander Lasch. Und Sie sehen, es werden im Wesentlichen in dieser Suche werden insgesamt 18 Titel angegeben, wobei tatsächlich nur im österreichischen Bibliotheksverbund unterschiedliche Titel da sind. Sie sehen schon, es sind einige Aufsätze mit dabei, ein paar Handbücher, Monographien, auch die ich zusammen mit Alexander Ziem geschrieben habe. Aber meine Bibliografie ist ein bisschen umfangreicher als 18 Titel. Sie sehen also, das Ganze ist nicht systematisch. Können wir schließen und ignorieren.
Wir recherchieren aber nochmal neu und jetzt schon unter Hinzuziehung des sogenannten Appelsheimer Köttelwäsch. Wird heute nicht mehr unter diesem Namen publiziert, sondern das ist die Bibliographie zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, BDSL. Und hier empfehle ich Ihnen, dass Sie über das Fachgebiet selbst gehen. Moment, Sprach- und Literaturwissenschaften. Und hier suchen Sie den BDSL. Moment, BDSL, da haben wir sie, die Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Fügen Sie hinzu, das ist der Appelsheimer Köttelwäsch, damit können Sie noch glänzen und beeindrucken. Fügen diesen Katalog hinzu. Hier sehen Sie ihn und wir suchen noch einmal nach dem Autorennamen. Hier läuft die Anfrage noch. Genau. Und es sind wenigstens noch 4 Titel dazugekommen, die wir vorher nicht ausgewählt hatten. Jetzt gehen wir mal hintereinander durch. Wir wählen mal das hier ein paar Sachen aus. Das ist ein Sammelband gewesen, ein Aufsatz, die Einführung in die Konstruktionsgrammatik von Alexander Ziemann Mier. Dann haben wir hier noch ein Sammelband, noch ein Sammelband. Noch ein paar Aufsätze. Ja, das ist die Habil von mir. Das ist das Handbuch Sprache und Religion von Wolf Andreas Liebert und mir. Das freut mich immer sehr, wenn ich das sehe. Hier die Wahrnehmungsdialektologie mit Christina Anders und Markus Hund. Das ist meine Diss. Hier noch ein Artikel. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal aufnehmen. Eine Rezension, eigentlich unwichtig. Und dann haben wir hier nochmal den Aufsatz mit Beatrice Liebig. Und diese Titel übernehme ich jetzt. So, die 17 angekreuzten Titel hätte ich gern. Und jetzt wird Ihnen hier automatisch eine Sammlung angelegt, die Sie dann weiter verwenden können und die Sie dann mit entsprechenden Word-Plugins integrieren können. Wir gehen mal ganz kurz die Jahreszahlen durch. Der Artikel, die jetzt hier rezipiert worden sind, seit 2010. Eingreifendes Denken ist ein ganz alter Beitrag. Logik der Erzählsammlung ist auch sehr alt. Dann meine Diss von 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, Sie sehen schon, 2016, 2017. So ganz aktiv scheine ich danach nicht gewesen zu sein in den letzten Jahren. Und deswegen kommt jetzt zum Tragen, was im systematischen Bibliografieren in der Germanistik schon immer zum Tragen kam, nämlich dass der Appelsheimer Köttelwäsch und die Katalogverbundsuche nicht ausreichen. Sie müssen unbedingt die Germanistik noch daneben legen und das zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das tun. Okay. Dazu gehen wir auf die Startseite von De Kreuter. Die Germanistik, das Referatenorgan, liegt hier bei De Kreuter und zwar in ganz unterschiedlichen Varianten. Bitte tun Sie sich den Gefallen und suchen nicht nach Germanistik, sondern suchen Sie bitte nach Germanistik Referatenorgan. Und mit dem Germanistik-Referatenorgan rufen Sie das auf, das Referatensystem auf, das an dem zahllose Wissenschaftlergeneration und Studierende am Papier recherchiert haben. Das können Sie, wenn Sie traditionalistisch ausgerichtet sind, gern tun. Ich würde Ihnen allerdings Germanistik Online, die Datenbank, empfehlen. Und leider ist es so, dass wir in der SLUB keinen Vollzugang zu dieser Datenbank haben, aber brauchen wir auch nicht und das zeige ich Ihnen gleich. Zunächst einmal zum systematischen Bibliografieren ist es immer hilfreich, sich am Inhaltsverzeichnis der Germanistik zu orientieren und zunächst erstmal zu schauen, ob Sie zu einem Thema systematisch bibliografieren wollen, das in diesem Inhaltsverzeichnis abgedeckt ist. Das heißt, wenn Sie zum Frühmittelalter arbeiten, schauen Sie doch mal drauf und ob man vielleicht zu einzelnen Dichtern und Denkmälern wichtige Informationen findet, wenn man sprachhistorisch arbeitet. Das ist anzunehmen. Die Kreuter, die Seite, brauchen Sie immer ein bisschen Geduld. Die Arbeit ist nicht die schnellste Seite. Aber Sie sehen hier, dass Sie systematisch auf diesen Eintrag kommen und Sie sehen gleichzeitig von oben weg
geordnet die aktuellsten Publikationen, und zwar bis 2019. Das heißt, die Lücke in der elektronischen Germanistik ist heute sehr viel kleiner als in der Printfassung, was eigentlich nicht verwundert. Und es ist so, dass die bis zur ersten Woche des Jahres 2020 die Veröffentlichungen bereits in der Germanistik integriert sind. Das zeige ich Ihnen ganz kurz nochmal, weil wir gerade bei Autorensuchen waren, an meinem Namen. Ich habe das hier schon mal vorgetestet vorhin, damit ich jetzt keine falschen Informationen weitergebe. Und würde das jetzt mal suchen. Moment. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, die Suche bei Decoder ist echt eine Herausforderung. Wir probieren das aber mal so. Wir gehen mal ganz zurück und probieren die Suche nochmal so anzuschieben. Bestätige mal das. Ja, möglicherweise braucht man echt ein bisschen Geduld. Aber ich zeige Ihnen hier das letzte. Ja, okay. So. Jetzt ist es so, dass eine ganze Menge an Artikeln tatsächlich hier aufgelistet werden und nicht nur die freilich, die ich als Autor zu verantworten habe, sondern zum Beispiel auch Besprechungen von anderen Texten in der Germanistik selbst, denn die bietet auch Kurzrezensionen an. Okay, also 2019 ein Artikel von mir zur Frage der maschinellen Stilanalyse im Literaturunterricht. Das ist ein Titel gewesen, der drüben im Eppelsheimer Köttelwäsch oder in der BDSL noch nicht verzeichnet war und auch nicht in den Gesamtkatalogen. Jetzt müssen Sie interessanterweise diese Artikel aber nicht abtippen und mühsam von Hand in Citavi einpflegen. Allerdings, ohne Zugang funktioniert es auch leider nicht, dass Sie sich die Daten exportieren. Das zeige ich Ihnen auch. Da müssten Sie sich jetzt mit Ihrer Institution einloggen und auch der Zugang über die SLUB gibt Ihnen nicht die Möglichkeit, die Informationen zu exportieren. Es bringt Ihnen auch nichts, sich den Artikel zu merken, sondern Sie gehen einfach vor. Sie wählen den entsprechenden Titel aus. Und hier steht dann sowas wie Nutzer benötigen Zugangsrechte, um zum Volltext zu gelangen und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Workaround. Und den sieht man nicht sofort, nämlich hier, Zitat, exportieren. Zitat, Citavi klingt schon ein bisschen ähnlich, hat möglicherweise dieselbe etymologische, wenn auch artifizielle Wurzel. Und wir würden das Ganze gern downloaden im MLA-Standard, der in der Linguistik nicht so ganz unüblich ist. Können aber auch andere Standards wählen, zum Beispiel das oder die GCOU-Zitierweise. Ich wähle jetzt mal die MLA und exportiere das Ganze. Jetzt sehen Sie, wurde ein Download angeworfen mit einer Textdatei. Und was es mit dieser auf sich hat, zeige ich Ihnen gleich. Nämlich, wenn Sie diese Textdatei aufrufen, sollte sich automatisch Citavi öffnen und dann übernehmen wir diesen Titel, den angekreuzten Titel, in welche Liste dahin. Ja, also Sie sehen schon hier, das ist die Zweitrangliste. Das ist genau der Aufsatz, den ich gerade importiert habe, vollständig angegeben mit DOI und so weiter und so fort. Und wir machen das, testen das nochmal mit einem anderen durch, damit Sie das den Import in Citavi direkt sehen. Ich gehe zurück zur Ergebnisliste. Und würde, ja, die Kräuter. Okay. Probiere vielleicht noch die konstruktionsgrammatischen Zugänge zu narrativen Texten. Ebenfalls ein Text, den ich mit Alexander Ziem zusammengeschrieben habe. Sie gehen auf Zitat exportieren, wählen dann MLA, Export. Es gibt wieder diese Download-Datei. Und jetzt öffne ich mal Citavi direkt und greife auf den Download aus einem anderen Fenster zu. Sie sehen dann hier schon die Downloads nacheinander, ja. Wähle das an. Das wird geöffnet. Ich übernehme den Titel und dann erscheint er genau hier an dieser Stelle. Ja, also wunderbar. Sofort integriert in die Sammlung. Und dann haben Sie, wenn Sie das auf diese Art und Weise mit ein wenig Handarbeit betreiben, die Möglichkeit, eine
komplett systematische Bibliografie aus Appelsheimer Köttelwäsch und Germanistik anzufertigen. Und zwar, ich zeige Ihnen das nochmal an der Startseite. Moment, Germanistik Online Datenbank. Wir gehen nochmal direkt zu der Inhaltsseite. Das letzte wöchentliche Update ist ausgeführt worden am 16.03.2020. Heute haben wir den 10.04. Soll heißen, das Ganze ist fast tagesaktuell. Fast tagesaktuell. Und damit haben Sie eine Möglichkeit der systematischen Bibliografie, wenn Sie diese beiden Datenbanken miteinander kombinieren, also Appelsheimer Köttelwäsch und Germanistik, das Referatenorgan. Warum ist es aus Perspektive der Linguistik problematisch, sich auf dieses Thema einzulassen? Sie sehen schon, die Germanistik ist ein Referatenorgan, das gern nach literaturwissenschaftlich relevanten Kategorien sortiert. Ich hätte jetzt zum Beispiel den Beitrag Maschinelle Stilanalyse im Literaturunterricht nicht eingeordnet in Allgemeines zur Literaturwissenschaft, Poetik, Stilistik und Rhetorik. Darum geht es in dem Artikel nicht. Es geht um eine maschinelle Analyse, um die Anwendung von korpuslinguistischen Tools für die Interpretation von Texten. Dann konstruktionsgrammatische Zugänge zu narrativen Texten. Hier geht es um Konstruktionsgrammatik. Und das hat nur am Rande etwas mit der deutschen Sprache nach 1945 bis zur Gegenwart zu tun. Also das heißt, wenn Sie auf diese Kategorie im Inhaltsverzeichnis gegangen wären, ich hätte nie selbst nach meinem Artikel in dieser Kategorie gesucht. Auch schön, diese gehören kalt zu geben. Konstruktionen gehören mit qualitativ, auch eine rein konstruktionsgrammatische Arbeit mit ein bisschen mit sprachhistorischem Einschlag. Deutsch in seiner Gesamtentwicklung wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das heißt, wenn Sie suchen, nach Volltextsuchen arbeiten, dann suchen Sie bitte hier nach Autoren, ja, die Sie wissen, oder nach Schlagwörtern, die man tatsächlich möglicherweise in der Germanistik identifizieren kann. Aber aus meiner Erfahrung, der Zugriff über Autorennamen ist sehr viel sicherer. Also besorgen Sie sich eine Einführung systematisch in ein bestimmtes Thema, schauen Sie nach den Autorennamen und bibliografieren Sie systematisch nach den Autorennamen in der Germanistik und im Appelsheimer Köttelwäsch / BDSL. Das ist so viel als Tipp an diesem Tag. Das heißt, wenn Sie in der Literaturwissenschaft oder im Lehramt studieren oder auch in der Linguistik und systematisch bibliografieren wollen, nutzen Sie dazu Citavi. Aktivieren Sie den Appelsheimer Köttelwäsch oder die Bibliografie zur deutschen Literatur- und Sprach- und Literaturwissenschaft so rum. Und nutzen Sie vor allen Dingen die Germanistik, das Referatenorgan über die Kräuter und die Exportfunktion einzelner Titel direkt nach Citavi, damit Sie hier in Citavi eine systematische Bibliografie anlegen können. Dazu brauchen Sie keine Bibliothek, kein Regal. Und das können Sie eher noch zur Inspiration nutzen, wenn Sie systematisch bibliografiert haben und noch den Blick weiten wollen auf das, was im Regal daneben steht. Das kann manchmal hilfreich sein, ist ja aber im Moment leider nicht möglich. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie mit diesem Tipp etwas anfangen können und hoffe, wir sehen uns bald beim nächsten Mal. Ihr Alexander Lasch.